Und da sind wir auch schon wieder in Folge 14 von Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Und wir machen uns jetzt auf den Weg in den Geisterwald. Versuche ich den hier noch? Der, okay, den brauchen wir halt später. Ja, den braucht man irgendwann mal, um da wieder hochzukommen. Aber jetzt gerade, oh, warum kommt da so eine Ranke hoch? Also jetzt reicht's. Jetzt muss ich mal kurz hier frische Luft schnappen. Die Ranke. No, hier ist eine Sackgasse, oder? Kann ich das hier kaputt machen? Oder der macht das für mich kaputt? Gott sei Dank. Ja, ja gut, da oben waren auch eh Dornen. Also es, ach, wie kommen wir da hoch? Aha, da will ich hoch. Das wollen wir natürlich sehen, was hier passiert. Ah, man kann hier auch, man kann hier schwimmen. Na klar. Was gibt's denn hier Schönes? Kommen wir da hoch? Zu dieser Energiezelle. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir brauchen irgendeinen Supersprung, den wir noch nicht haben. Festhalten kann ich mich da oben nirgendwo. Vielleicht wird irgendwann auch hier, vielleicht werden die Dornen auch irgendwann entfernt. Na gut, aber dann haben wir wenigstens jetzt auf der Karte markiert, dass wir hier eine Energiezelle haben. Oder ein Fragment, ne? In diesem Teil sind es ja immer nur Fragmente. Man braucht ja immer zwei. Oh, kurz festgehakt gewesen. So. So, jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Ah, wir können das Projektil von ihm benutzen. Oder wir können uns da oben an dem festhalten. Yeah. Können wir. Sehr schön. Dann brauchen wir das Projektil doch nicht. Wir hätten natürlich auch noch das Projektil verwenden können von der Pflanze da aus dem Wasser. Und da rechts. Das sieht doch sehr nach einem ganz schön großen Gegner aus. Holy moly. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde mir mal kurz bisschen Leben wieder gönnen. Was geht denn hier ab? Das ist dieser Schriek, ne? Schiek oder Schriek? Eins von beiden. Was ist das für eine fiese Kreatur? Auch so ein bisschen für eine, irgendeine Art Eule, aber auch irgendwie noch nicht. Vorsicht, Ori. Dieser Wald ist nicht uns, ist nicht wohlgesinnt. Er gehört jetzt ihr. Okay. Was war das für ein fieses Wesen? Stille Wälder, jetzt sind wir da. Was sind das hier für einge... Wieso sind die so zu Stein? Hier die Gegner und die Muckis. Ach du Scheiße, Leute. Ich ahne Böses. Familientreffen. Wo ist denn dieses Haus hier von den Familientreffen? Hm. Hier noch nirgendwo. Wir werden es schon noch finden. Was ist denn hier los? Gut, dass wir schon den Dreifachsprung haben, ne? Dadurch können wir hier oben an die 50 Geister nicht dran. Kann man auf die Blasen drauf? Bevor die platzen? Gell, sind die so ein bisschen so eine Art Trampolin vielleicht? Ja! Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, sieht schon sehr gefährlich hier aus. Ne? Alles ist irgendwie so verdorben, versteinert und weiß ich nicht. Also, können hier hoch. Können hier hoch. Wenn das schon der richtige Weg sein sollte. Gucken mal hier links. Was es hier so gibt. Oh! Oh, ich dachte, das ist ein Fähigkeitenbaum. Aber es ist keiner. Drücke X, um mit Key zu sprechen. Was ist das für ein Äffchen? Ah, Lichtträger. Deinesgleichen ist nicht willkommen in meinem Garten. Als die Bäume dich am meisten brauchten, ja, da warst du weg. Sieh doch nur, mein Garten ist praktisch tot. Kalter Stein, rauer Staub, nur ein Baum hart noch aus. Ach, selbst sie ist nicht unversehrt. Verlasse diesen sterbenden Ort. Ja, wie es deinesgleichen bereits getan hat. Es sei denn, du kannst meine letzte Tochter heilen. Trage ihren vergifteten Ast, Lichtträger. Finde einen Naturheiler. Mach wieder gut, was deinesgleichen falsch gemacht hat. Okay, machen wir. Toter Ast, du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Er sieht grau und leblos aus. Die Baumwächterin. Finde jemanden, der sich mit Pflanzen auskennt. Ja, wir kennen doch jemanden, der sich mit Pflanzen auskennt. Und zwar hier unser... Der hier, wo ist er? Wo war der hier? Der hier. Dieser Biber, dieser Pflanzenbiber.
Was haben wir denn hier noch so? Ist das hier das Haus? Sieht eigentlich so aus, ne? Kommen wir hier irgendwie rein? Hier ist blaues Moos auf jeden Fall. Ah, ist das das Haus? Ja, das ist es. Drück die Tür, um aufzuschließen, drück nach oben und zu betreten. Okay. Dann haben wir jetzt hier diesen Holzschlüssel einsetzen können. Oh nein, diese Monkey waren zu lange dem Verfall ausgesetzt. Sie wurden zu Stein verwandelt, wie auch der Rest dieses Waldes. Scheiße. Scheiße. Die Arme. Hoffentlich können wir sie retten. Versteinerte Puppe, du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Dieser einstige Herzensgegenstand ist jetzt steif und grau. Überbringe dem Muki-Vater die traurigen Neuigkeiten. Ja, hier im Dorf. Ja, ja, klar, wir sollten ihm sagen, hallo Familie, euer Papa hat ein neues Zuhause. Ja, ganz Familie ist tot und versteinert. Toll. So eine Scheiße. Was haben wir denn hier rechts noch? Okay, hier ist der Teleportierpunkt. Wie auch immer der heißt. Der heißt Geisterportal. Okay. Gut, wir könnten jetzt theoretisch dem Vater die Kunde überbringen. Dadurch, dass wir jetzt hier hin teleportieren können. Ah, hier ist ein Gorlek-Erz. Versuchen wir das noch zu kriegen? Ja, das können wir versuchen noch zu kriegen. Und dann teleportieren wir uns mal ganz kurz in die Brunnenquelllichtung. So. Ist halt die Frage, ob wir so weit springen können. Ah, da muss man irgendwie gleiten. Irgendwas. Okay, das geht jetzt gerade nicht. In Ordnung. Dann gehen wir mal kurz hier hin. Und sagen dem Vater Bescheid, dass die versteinerte Puppe, dass die Puppe leider versteinert ist und somit auch seine ganze Familie. Und dann teleportieren wir uns wieder kurz zurück. Aber den Geschichtsstrang, den würde ich gerne kurz verfolgen. Würde ich gerne wissen, was da passiert. Geist, hast du meine Familie im Stellenwald gefunden? Das ist die Puppe meines Kleinen, aber sie ist versteinert. Oh nein, ich muss nach Hause zurückkehren. Okay. Nebenquest abgeschlossen. Na gut. Jetzt können wir dafür in sein Haus und 100 Geisterlicht kriegen wir sozusagen dafür. Okay. Aber wenn wir gerade hier sind, können wir doch mal ganz kurz zu dem Biber. Vielleicht weiß der, was mit diesem toten Ast anzufangen. Können wir es doch mal... Vielleicht weiß der, was damit anzufangen. Dieser Zweig. Du musst ihn von hier wegbringen. Siehst du nicht? Er ist mehr Stein als Holz. Der Baum, zu dem er gehörte, ist jenseits aller Hoffnung. Und er verbreitet sich schnell. Einmal habe ich die Hälfte meines Blumenbeets niedergebrannt, um den kriechenden Stein abzutöten. Nimm ihn, bevor auch das neue Leben hier verdorben wird. Okay. Bebringe der Baumwächterin die schlechten Neuigkeiten. Ja gut. Dann müssen wir ihr leider sagen... Deinem schönen Baum, deiner letzten Tochter, er bezeichnet oder sie bezeichnet die Bäume ja als ihre Töchter, kann leider nicht mehr geholfen werden, wie es aussieht. Diese Schnellteleportiermechanik finde ich übrigens sehr, sehr schön gemacht hier in diesem Spiel. Da kann man schnell hin und her reisen mit diesen ganzen Nebenquests. Unter hellen Monden wachte ich über zahllose Bäume und sah, wie sie wuchsen. Nun sind die Nächte dunkel und ich wache. Nur das hier ist noch übrig, der einzige Samen meines letzten. Ja. Baumes, ich kann nicht zusehen, wie auch er dem Verfall zum Opfer verfällt. Du bist zurückgekehrt. Nimm ihn als Dank für deine Hilfe. Auch wenn sie zu spät kam. Na, okay. Baumsamen, du hast einen neuen Questgegenstand. Der letzte Samen von Ki, der Baumwächterin. Überbringe, ja. Ja, mit dem Samen werden wir doch jetzt safe hier pflanzen können. Und wenn ich da schon, wenn ich diesen Baum hier schon sehe... Dann spricht das doch eigentlich für eine neue Fähigkeit, die wir da mit diesem Samen kriegen können, oder? Das werden wir uns doch mal hier, das werden wir uns doch mal anschauen. Das werden wir uns doch mal anschauen. Hier, ich habe einen neuen Samen, Kumpel. Was sagst du dazu? Hast du je von zu Hause geträumt? Manchmal wache ich auf und denke, dass ich nie fortgegangen bin. Es war eine gemütliche kleine Hütte, Regale, Schränke, voller Samen zum Einpflanzen. Ja, ich habe hier einen neuen.
Der letzte Samen, ich erkenne diesen Samen. Es scheint, dass der Baum, den ich nicht retten konnte, noch nicht endgültig verschwunden ist. Okay. Dann fangen wir an. Es ist tatsächlich ein Fähigkeitenbaum, Leute. Gut, dass wir nochmal zurückgekehrt sind. Mal schauen, welche. Obwohl ich mich mit Blumen besser auskenne, weiß ich, dass ein solcher Samen in der Tat sehr selten ist. Er stammt von einem uralten Baum, der schon ewig vor uns existierte. Und jetzt, da er eingepflanzt wurde, wird dieser Baum noch lange Zeit bestehen. Ja, wo ist er denn? Hä? Neue Quest, was? Bauers Spitze, was? Gerücht. Ah, Thyle fürchtet, er könne einen Samen in seiner alten Hütte vergessen haben. Aha, okay. Auf Bauers Spitze, ja gut, das... Aber wo hat er denn jetzt diesen Baum hier eingepflanzt? Wo ist denn der Baum? Ist das das hier? Ja, ne? Scheint der zu sein. So, dann zeig mal her, was du da gepflanzt hast. Ah, das ist auch die Baumwächterin, wie süß. Drücken wir erstmal, um das Licht zu absorbieren. Dann kriegen wir noch eine neue Fähigkeit für den stillen Wald. Es ist auf jeden Fall mehr hin und her hier durch die ganzen Quests. Ahnenlicht. Das Licht der Ahnengeister stärkt dich. Alle Angriffe verursachen jetzt 25% mehr Schaden. Wie geil. Muss man das irgendwie auswählen? Oder ist das jetzt einfach immer so? Ist das hier irgendwie ein Splitter? Oder sehe ich das hier in... Ist das jetzt einfach so? Für immer? Das ist hier unten rechts. Wo kann ich das denn sehen? Es ist kein Geistersplitter. Es wird... Wir machen jetzt einfach 25% mehr Schaden. Ist das geil. Aber das gefällt mir. Können wir gut gebrauchen auch noch für den stillen Wald. Weil der sieht jetzt richtig fies aus, finde ich. Auf geht's. Jetzt geht's aber mal... Jetzt geht's so richtig los. Jetzt gehen wir hier mal... in den stillen Wald. So. No, komm. Oh, Glück gehabt. Oh, da ist ein Schlüsselstein, den wir brauchen. Wie viele brauchen wir denn hier? Zwei brauchen wir. Wo könnte denn der zweite sein? Okay, da oben links. Okay. Die waren ja recht einfach zu finden, ne? Zack, zack. Rein mit euch. Lasst uns raus. So. Stiller Wald. Gefallene Freundin Kuh. Hier scheint Kuh zu sein, oder? Still lag der Wald. Wie Asche und Knochen. Okay. Passiert doch gleich was, oder? Kann mir doch keiner erzählen. Als ob wir die einfach so finden würden. Und okay. Kuh, wo bist du? Kuh. Süß. Ach, guck mal da hinter dem Baumstamm. Hey, Kumpel. Hallo. Ja, oh Gott, wie süß. Oh, ist das süß. Schön. Wir haben sie wiedergefunden. Ja. Schön. Ja, dass jetzt aber dieser Schriek oder Schiek kommt. Ich glaube, Schriek hieß der, ne? Oder sie. Das war ja fast schon klar. Was ist das für ein Wesen? Das ist irgendwie eine Art von Eule. Mit Hörnern, aber und Beinen und... Also... Ach du Scheiße. Was zum Teufel soll das sein? Komm schnell. Oh geil, wir können jetzt... Können wir jetzt fliegen? Mit der? Steuern wir sie jetzt? Ja, es war Zeit heimzukehren. Okay. Kann ich fliegen? Ja. Verlasse den stillen Wald. Ah ne, wir können nur einen Triple Jump machen. Verlasse den stillen Wald. Das ist jetzt das Quest-Detail. Okay.
Halte RT gedrückt, um zu gleiten. Ah. Geil, wir können hier schießen von ihrem Rücken aus. Sehr cool gemacht. Hier ist irgendwo Geisterlicht. Links und über uns. Wie kommen wir denn da dran? Zum jetzigen Zeitpunkt anscheinend noch nicht. Drücke B, um einen Windstoß zu erzeugen. Aha. Ah, Wind ins Feuer. Aha. Das ist ja geil gemacht. Wir können so Wind ins Feuer kippen machen, um uns dann damit... Und damit dann zu gleiten. Wow. Wow, wie schön. Aber wieso sehen wir hier das Geisterlicht nicht, was auf der Karte angezeigt wird? Das verstehe ich nicht. Weil das hier gerade so ein Tutorial ist, oder? Ah, nee. Ah, nee, weil wir hier so hingleiten müssen. Verstehe. Und da ist auch so ein Splitter. Kommen wir da dran? Nee. Aber den Splitter brauchen wir ja safe. Den Splitter brauchen wir ja safe. Ah, nicht ganz geschafft. Scheiße. Na gut, vielleicht soll man den erst zu einem anderen Zeitpunkt kriegen. Ah, hier rechts können wir uns mal kurz ein Leben auffüllen. Und Energie, sehr schön. Das ist ja cool gemacht, dass wir hier jetzt mit dieser Eule auffliegen können. Hey Key, was geht ab? Du strahlst Hellgeist. Du störst die Stille. Unsinn. Sie hört, sie sieht. Und du, ja, du bist leicht zu sehen. Wir halten uns an die Stille. Jene, die es nicht tun, sie werden nie verschwinden. Okay? Okay, hä? Wo ist denn hier das andere Geisterlicht? Naja. Müssen wir hier rechts vielleicht nochmal vorbeischauen? Irgendwo? Nee. Na gut. Dann müssen wir jetzt entweder hier nach links oder nach oben halt, ne, mit diesem Wind. Ja, nach oben. Okay, hier rechts brauchen wir 4 Schlüsselsteine. Wir haben 0. Ja, einen wissen wir ja schon, wo der ist. Okay, hier war einer drin. Ich finde es auch gut, dass die ein One-Shot sind, die Teile. Ist der zweite. Okay, relativ. Kann man das kaputt schießen? Nicht wirklich, ne? Kriegen wir das Teil denn kaputt? Im Windschlag? Nee, ne? Brauchen wir dafür vielleicht. Vielleicht brauchen wir den Gegner dafür, dass der uns hier folgt. Und den hier dran irgendwie zum Explodieren bringen. Ja! Oh, hier ist kein Wind mehr. Hier können wir ein bisschen runtergleiten. Okay, man konnte den... Ah, und jetzt ist hier der, den wir eben schon mal gesehen hatten. Das ist dann der dritte. Wo könnte denn jetzt noch der vierte sein? Fragen über Fragen. Links schon mal nicht. Hier unten irgendwo. Können wir so Laub wegmachen? Ja, schau mal, wir können so Laub... Ach, wie witzig. Wir können das Laub wegblasen. Und dadurch ist dann das Geisterlicht freigesetzt. Sehr cool gemacht. Brauchen wir dich vielleicht irgendwo? Müssen wir mit dir hier das hier rechts kaputt machen? Nee, ne? Hier können wir auf jeden Fall noch das Laub freisetzen. Hä? Was ist jetzt passiert? Oh, schräg. Was ist das für ein Wesen? Sie hütete die Stille. Sie sieht sehr gefährlich aus, oder? Ich wollte eigentlich noch hier das Laub wegmachen. Zack. Nochmal 50 Geisterlicht.
Ja, sie hütete die Stille, okay. Wir brauchen aber immer noch den letzten Schlüsselstein. Wir haben erst drei. Das reicht nicht. Das reicht leider nicht. Oder sollen wir hier, müssen wir hier laut sein, damit die kommt? Ist das der Hinweis gewesen? Sollen wir hier mit diesen Dingern hier Lautstärke entstehen lassen? Komm her, hier sind wir. Ah, wahrscheinlich nicht, ne? Mal versuchen ist es wert. Oh, was ist hier? Da ist er. Da ist er. Okay. Dann sollten wir definitiv keine Lautstärke entstehen lassen. Haben wir Glück, dass wir noch nicht gestorben sind. Eins, zwei, drei, vier. Weiter geht's. Wahrscheinlich wird man, das wird jetzt hier nur so ein Tutorial gewesen sein, wenn man dann diese Teile vielleicht in der Zukunft betätigt. Vielleicht wird man dann getötet. Vielleicht hier in dem Tutorial noch nicht, aber dann kommen wir denn, wir können uns nicht festhalten irgendwie, ne? Ne? Kommen da oben jetzt gerade so nicht ran. Ah doch, hier mit dem. Hiermit kommen wir dann wahrscheinlich dran. Eins, zwei. Ja, so kommt man dran. Okay. Kann man das kaputt schießen hier? Ja. Uah, wollten wir das? Uah. Hat sie das Schreien hören? Eieiei. Das hat sie jetzt gestört, dass wir es kaputt gemacht haben. Was für ein riesiger Schädel. Aha. Drücke X, um mit Ki zu sprechen. Die Stille. Ja, sie hat über dich geflüstert. Ah, wie mutig, so unbefangen durch ihre Wälder zu streifen. Hast du die Steine gesehen? Kalte Statuen vergangener Reisender. Sie stehen als Beweis, ja, für Tapferkeit. Okay. Wenn das so ist. Okay, wir mussten das machen, damit wir hier weiterfliegen können. Verstehe. Brauchen wir den? Manchmal braucht man die ja vielleicht, um irgendwas kaputt zu machen. Ja, wir hätten den gebraucht. Kommt der wieder? Ja, komm mal her. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich als Munition. Stell dich mal bitte hier vor die Wand. Hier hin, genau. Dankeschön. Das gibt uns nämlich 100 Geisterlicht. Vielen Dank dafür. Finde ich cool, dass man diese benutzen kann. Oder sogar soll. Oh, was ist da? Hier war gerade kurz was. Ne, war nur ein kurzer Blutstreifen. Und die Stille wurde gewahrt. Ist das nicht dieser Howl, gegen den wir ganz am Anfang gespielt haben in Folge 1? Sieht ein bisschen so aus, ne? Sehr sogar, finde ich. Hier ist noch ein Geisterlicht für uns. Wo bin ich? Ach, wenn man einmal darin absackt, ist man verloren. Boah, das muss man kaputt schießen, um da reinzukommen. Verstehe. Kann man das auch kaputt schießen eigentlich da für Leben? Ja. Und für Geisterlicht, das wusste ich noch gar nicht. Und wir haben einen Zwischenspeicherpunkt auch bekommen hier. Was haben wir hier? Oh, das sieht nicht gut aus. Gucken wir erstmal hier links. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Anfangsstein für eine Geister. Sag schnell, Prüfung. Geisterprüfung. Und da oben kann man sich dann festhalten, wenn man nicht mehr auf Q fliegt. Aber noch sind wir auf Q. Aua, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass da irgendwie Stacheln waren. Scheiße. Ich da hoch? Nee. Kann ich auf diese Statue drauf? Nee. Was muss man denn hier machen? Müssen wir uns hier durchfallen lassen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, hier ist.
Okay, hier ist 100 Geisterlicht. Wir müssen uns nicht da durchfallen lassen, oder wir müssen da hoch, oder? Irgendwo vielleicht mit einem Luftstrahl arbeiten? Also hier links können wir ja schon, hier links können wir hin, aber hier ist halt einfach nur der Startpunkt für eine Geisterprüfung. Es ist halt die Frage, ob man irgendwie von Kuro wegkommen kann. Na gut. Wie es dann hier weitergeht und wie wir da hochkommen, das werde ich noch herausfinden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir da oben sind. Bis gleich, Leute.